Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Stray. Was bisher geschah? Ganz genau. Nee, wir haben uns in der letzten Folge ja hier ein bisschen im Stadtzentrum umgesehen und mit dem ein oder anderen Roboter gesprochen, in so einem Kleidungsgeschäft für ein bisschen Lärmbelästigung gesorgt. Und jetzt stehen wir hier und hoffen, dass hier vielleicht Clementine wohnt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir aber auch ein paar Infos, wenn sie hier nicht wohnt. Ich meine, draußen ist ja abgesperrt. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass sie hier wohnt. Ah, gut. Gasherd. Sehr schön. Genau, da ist die Tür. Da ist ja verriegelt. Aber ja nicht von ihr, sondern von der Polizei. Und was haben wir hier? Was kommt jetzt? Oh, oh. Clementine. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte. Also hat Seth Balthasar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du dich gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Ja, warte. Ich würde gerne gucken, ob du hier irgendwas hinterlassen hast, was man plündern kann. Oder runterwerfen. Oder zerkratzen. Was haben wir denn da? Okay. Das sieht aus, als würde es mir einen Weg nach oben öffnen. Wir folgen gleich Clementine. Genau, da geht es nach oben. Ach, guck mal. Schlafplätzchen vielleicht. Das sieht aus, als wäre es hier voll gemütlich. Warte. Oh, hier können wir uns auch hinlegen. Ist natürlich auch sehr schön. Ach ja. Ja, ich sag ja, Katze müsste man sein. Man kriegt einfach Essen. Man kann sich den ganzen Tag in die Sonne legen oder draußen rumrennen. Und legt sich dann einfach auf so ein kleines Plätzchen. Irgendwo in einem Haus. Was die Menschen gebaut haben. Oder irgendeine Scheune, so eine alte. Auf Heuballen oder so. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie muss ich hier an It Takes Two denken. Ich weiß nicht warum. Und da gibt es ja auch dieses Kissen-Level. Da sind ja auch diese Lavalampen und so. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kam mir das gerade richtig in den Sinn. Zudem wir halt hier auch nichts machen. Wer weiß. Es gibt bestimmt auch die ein oder andere Anspielung, die so unterschwellig war, dass wir die gar nicht mitbekommen haben. Das kann ich mir auch vorstellen. So wie letztes Mal mit, ich hatte auch einst einen Laden wie du und dann bekam ich einen Schraubenzieher ins Knie oder so. Da kann ich leider nicht rumtippen. Na gut, was hast du zu sagen? Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. An die erinnern wir uns. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ja, das war diese kleine Lücke, die wir noch füllen wollten. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Boah, das würde ich jetzt gerne übersetzen. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Okay. Halte dich nur von den Wächtern fern. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Atombatterie. Ein wenig Fallout-Universum oder so. Na gut. Dann, der Typ mit der Goldkette. Ich stehe da gerade auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, ob wir einen gesehen haben. Bomberjacke und Goldkette. Ist aber nicht hier unten einer von denen, ne? Das ist ja einfach nur ein Zipper. Bomberjacke und Goldkette. Also von den Wächtern bleibe ich mal fern. Nicht, dass sie mir hier die Notiz abknöpfen. War das
der Typ, der die Zeitung gelesen hat? Oh. Bomberjacke und Goldkette. Hier, du hast eine Bomberjacke an. Und Goldketten. Genau, der ist es. Blazer ist es. Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist bei den mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Ach ja, stimmt, das war ja auch hier. Die Batterie versorgt die Necocorp-Fabrik, hier. Aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Alles klar? Schicke Jacke. So, Arbeiterhelm. Hier kann ich den nicht vom Kopf hauen, ne? Aber das hier ist doch nicht mehr das Gebiet, meiner Meinung nach. Nee. Gefällt dir mein Outfit? Es ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und dem Hutladen. Aber ich bezweifle, dass sie deine Größe führen, Kleines. Aha, guck mal. Da haben wir anscheinend schon so ein bisschen vorgegriffen mit der Lärmbelästigung. Ach ja, guck mal. Oh Gott. Ich nehme die Jacke mit. Ich muss los. Hutladen. Ach, warte mal. Ist das vielleicht auch ein Hutladen zugleich? Eigentlich ja nicht, ne? Oh, er hat's ausgeschaltet. Hi. Wo ist meine... Ich will meine Kassette wieder. Kann ich die nochmal einschalten? Schade. Lang hast du gebraucht dafür. Oh. Lalalala. Ich muss los. Ah. Achso, ich habe ja keine Notiz mehr. Alles gut. Hier waren wir noch gar nicht drin. Oh, und das ist auch der Hutladen. Schickes Outfit. Hater. Achso. Niemand kann den Laden betreten, während wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Okay. Dann lass mich mal überlegen. Oben rum. Nein. Hier kann ich rein. Och, guck mal. Slippy. Autsch. Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Der Friseur. Weißt du, Arbeit ist Arbeit. Slippy, verlier nicht den Kopf darüber. Hey, jetzt muss ich aber mal... Nee, hier sind wir doch safe schon vorbeigelaufen und das war vorher nicht auf, oder? Oder vertue ich mich da? Ein wenig verwirrend. Achso, warte mal, der kriegt einen neuen Kopf. So funktioniert das hier mit dem Friseur. New Socks. Hallo? Da haben wir wieder Musik. So, ich würde jetzt ganz gerne irgendwie versuchen, genau, irgendwie da hochzukommen. Oh, warte, hier kann man Sachen runterwerfen. So, genau, da hoch und dann geht es doch hier bestimmt irgendwo durch. Ja, cool. Merken. Das war gar nicht der Plan, das zu finden, tatsächlich. Aber ich sage ja nicht nein. Der Friseursalon war ein sozialer Treffpunkt, an dem die Menschen zusammenkamen. Reden, Witze, erzählen, Geheimnisse austauschen. Es war ein fröhlicher Ort. Selbst nachdem die Menschen fort waren, haben die Gefährten den Laden am Laufen gehalten. Es stellte sich heraus, dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon nicht unbedingt notwendig waren. Ja, das war eigentlich meine Hoffnung, dass hier vielleicht ein kleines Loch in der Wand ist. Und dadurch... Das weiß ich nicht. Und dass wir dadurch vielleicht rüberkommen. Da hätte ich auch reingekonnt, oder? Ja, guck mal. Ja, jetzt sind wir von diesem Block hinten links. Jetzt sind wir quasi auf der Rückseite. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Und hier ist wieder der Wagen. Ich habe eine Idee. Nee.
eine Idee. Allerdings... Ja, genau die. Hi, warte mal. Hast du was zu sagen? Oscor. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublache zurückkommt und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Das war mein Plan. Ich wollte eigentlich nur da oben rein. Achso, warte mal, da hängt er in der Bar rum. Du warst das doch. Was soll ich nur tun? Nee. Nee, Hier gibt's halt einige Bars, ne? Ich glaube, ach da. Genau. West Input, wer war denn jetzt welcher? Bist du es vielleicht? Mist, wie hieß der nochmal? Der hat einen ganz komischen Namen. Okay, ja. Aber das ist er doch nicht. Also. Wobei, er hat ja keinen Namen. Da hinten ist bis oben hin geölt. Wenn du weißt, was ich meine. Ich wirkt nur ein harter Schlag direkt an die Birne. Danke dafür. Jetzt müssen wir gerade überlegen. Was bringt denn hier ein harter Schlag? Hier, kannst du was sagen? Noch nicht hoch, oder? Warte mal. Den Stuhl kann ich auch nicht wegziehen. Ach nee, der ist das. Ach, guck mal. Jetzt macht das auch Sinn. Habe ich mich ja in der letzten Folge gewundert. Warum denn hier nichts ist. Oh, der ist ein bisschen hinüber. Ich würde sagen, ich gehe direkt mal in den Karton. Oder kann ich mit dem noch sprechen vorher? Würde ich natürlich tun, wenn das geht. Nee. Hoppala. Er guckt weg. Ich muss immer wieder an sämtliche Minecraft-Spielstände denken, die ich hatte. Wenn man bei mir in einen Raum gegangen ist, war alles voller Katzen. Wo bleibt denn der? Ach, da ist er. Aber wieso brauchst du eigentlich einen anderen, um dir zu helfen mit den Hüten so? Du hättest den Wagen bestimmt schon leer machen können. Trotzdem. Mich ein bisschen wie in Hitman. Nur, dass wir niemanden ausschalten. Okay. Luft ist rein. Achso, ich wollte mir hier einen Hut holen. Bei dem Hut muss ich gerade an Peaky Blinders denken. Da habe ich im Urlaub mit angefangen mit der Serie. Finde ich bisher ziemlich geil, muss ich sagen. Na gut, wir brauchen irgendwie... Oh, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Wobei, dich juckt es wahrscheinlich eh nicht. Du hast andere Probleme gerade. Irgendwo hier muss ein Hut sein. Ach, guck mal. Können wir uns direkt hier nochmal... einen Weg öffnen. Ach, da ist er doch. Ja, wenn wir nochmal reinkommen müssen sollten, haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit. Kann ich einfach raus? Oha. Ja, okay.
Okay, lassen wir das. Hier müssen wir hin. Nee, eins weiter. Hier müssen wir hin. Hallo, Ming Jung, ich habe deine Sachen. Geh und hol mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Hier. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeiterjacke. Hast du auch so eine gefunden? Jo, perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay. Spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Noch eine Kiste. Wuhu. Schade, ich kann leider nicht miauen. Oh, das ist aber interessant. Das finde ich ganz cool. Das ist kein direktes Video, sondern... Oh, das finde ich gut. Kann ich leider nicht miauen? Schade. Das wäre so schön gewesen jetzt. Lass mal den Plan ruinieren. Ab letztem Kontrollpunkt neu starten. Das passt ja auch mit den Goldketten. Mit denen kann ich nicht reden, ne? Ach so. Okay, ja, dann gucken wir mal. Hier komme ich durch, ne? Ja. Das ist gut zu wissen. Die Drohne, die fliegt zurück und ich gehe rein. Oha! Das wusste ich jetzt nicht. Das war unglaublich knapp. Oder war das, weil ich miaut habe? Ich glaube, weil ich miaut habe. Okay, jetzt aber schnell. Ja, weil ich miaut habe. Wollte ich nur mal checken gerade. Dann ist die Tür offen, da müssen wir dann wohl lang. Da würde ich aber auch gerne lang. Nein! Nicht terminisieren oder so. Oh, Zicke-Zacke. Ich glaube, die sehen mich noch. Hallo. Arbeiter. Hey, gut, dass du hier bist. Du kannst mir helfen. Ich habe in dieser dunklen, riesigen Fabrik die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit hier. Wenn du mir vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Wir brauchen bestimmt auch später deine Hilfe. Komme ich denn hier runter? Nee, ne? Das ist... zu hoch, als dass wir hier freiwillig runterspringen würden. Okay, dann schauen wir doch einfach mal. Oh, hier bin ich auf der falschen Seite. Ich bin gerade am überlegen. Das könnte ich eventuell als Ablenkung nutzen. Oder komme ich hier rauf? Nein. Ich muss nämlich genau unter die Drohne. Ich probiere jetzt mal gerade was aus. Oh, okay. Ich dachte, ich muss da rüber. Aber muss ich doch auch. Irgendwie.
Mal gerade gucken, was passiert. Die macht jetzt nicht irgendwie was anders, oder? Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ich übers Rohr, aber... Vielleicht doch. Nee, das ist einmal rund. Da vorne müssen wir drauf. Ich glaube, das ist gedacht, falls wir hier einen Fehler machen. Ich dachte gerade eher, das ist vielleicht zum Ablenken, weil wir irgendwo bestimmt hin müssen. Jetzt sind wir drauf. Und auch hinter der Drohne. Die reagiert nicht auf Lärm. Das ist schon mal ganz gut. Ah ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir hier wieder lang. Genau. Und jetzt erstmal in die Drohne rennen. Oh. Was ist denn da los? Das ist ja cool. Warten wir mal auf die nächste Kiste. Ich würde ja gerne mit dem Mitarbeiter dann auch reden. Oder mit dem Arbeiter. Huiuiui. Nein! Das war knapp. Lieber mal ranhalten. So. Huiuiui. Was? Brauche ich das? Oh Gott, was ist das hier für ein Labyrinth? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach Gott, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier fängt alles an. Das war jetzt irgendwie wie so ein Checkpoint. Ich bin zurück. Oder so. Ich bin schon wieder weg, so genau, wie ich gesagt habe. Oh shit. Wobei, ich kann noch hier lang. Jetzt wäre cool, wie ich mich da ranhängen könnte. Jetzt geht's schnell nach vorne, genau, wegen Winkel. Mit die kann ich nicht sprechen. Ach, das ist der Eingang. Okay, alles klar. Da ist eine Kamera, die mache ich jetzt einfach mal kaputt, wenn es geht. Ach, da komme ich gar nicht drauf. Dann ist die Frage. Komme ich da irgendwie auf die Kiste, dass ich damit... Okay, vielleicht will ich da nicht unbedingt mit. Oha. Ach, warte. Vielleicht klappt das. Nö. Oh Gott. Ah, vergessen. Die Drohnen sind ja hier. Die waren ja direkt hier mit dabei. Bin ich da gerade drauf? Ich würde gerne den Kerl mit den, mit dem Schlüssel weiterhelfen. Das geht nicht, ne? Au. Da ist eine Schiene, die kommt hier hoch. Was war das? Ich sehe es schon. Ich wollte gerade schon kurz sagen, ich habe das Gefühl, ein bisschen auf dem Schlauch zu stehen. Aber schau mal. Eigentlich kann ich das auch hier lassen. Wobei, jetzt vielleicht ein bisschen sehr auffällig. So. Ein Oz. Ach so. Ich glaube, das ist eher schlecht. Lassen wir das mal gerade so.
Mal erstmal so ein paar Eindrücke gerade sammeln. Da könnte ich noch hin müssen. Kann ich das Ding denn auch drehen irgendwie? Nee, ne? Das geht nicht. Sonst hätte ich gedacht, lege ich das nämlich irgendwie hier drauf. Mal bitte hier rüber. Okay, nee. Dann müssen wir auf jeden Fall damit da hoch. Genau. Ach, hier ist noch ein zweiter. Den habe ich gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Folge mir. Was auch immer du bist. Dann würde ich sagen, folgst du mir mal. Eigentlich kannst du auch hier hin, ne? Und jetzt... Genau, jetzt kann ich das nämlich machen, was ich ursprünglich vorhatte. Jetzt kann ich hier nämlich drunter durch. Und dann dürften wir soweit sein, denke ich mal. Genau das habe ich gehofft, dass nicht passiert. Ich habe nämlich gerade kurz überlegt, soll ich nochmal zurückgehen wegen dem Schlüssel? Mist. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Ja. Mist, ich wollte es nämlich unbedingt machen mit dem Schlüssel. Ah, sonst muss man das Kapitel nochmal auswählen. Ach komm, dann lass uns abhauen. Merken wir uns das. Die Geschichte mit dem Schlüssel. Oh wow, das sieht ja cool aus. Die Geschichte mit dem Schlüssel. Und hier ist der Eingang, ne? Genau. Guck mal. Das finde ich ja cool. Clementine war hinten durch. Glaube ich. Oh, verdammt. Glaubst du, der Genova hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Lin. All die Arbeit für nichts. Simon. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unsere Bude, in unserer Bude rumzuhängen? Miko. Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Jinma. Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht tanzen können. Komme ich denn hier so rein? Bitte Ruhe bewahren. Es ist eine Suchaktion im Gange. Bitte Ruhe Achso. Ja, das ist einfach nur nochmal die Info. Doppelt hält besser. Ach ja. Die Drohnen. Zickelzacke, Hühnerkacke. Tschüss. Hab ich... Hi, na, wie geht's? Ich muss mal gerade hier durch. Oh. Nein, du hast mich gesehen. Okay. Trotzdem kann man euch damit austricksen. Ich dachte, die schießt jetzt. Ich bin nicht mehr hier. Du hast mich nicht gesehen. Oh, verdammt. Nein, 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 oh Gott, nein, nein, nein. Zum Glück haben wir uns das eingeprägt. Da sitzen wir. Ach Gott. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt mal so fies und sage, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Cliffhanger in der Box. Denn da sind wir sicher. So. Na gut,
dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten, oh Gott, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.